bei der Idee mit den Wandermönchen hätten wir ohnehin das Problem, dass wir ja erst an Kutten kommen müssten, die eindeutig als die eines Wandermönchsorden identifizierbar sind. Und ich weiß nicht, ob es die unter den Vertriebenen oder unter den Kreuzrittern geben würde. Ganz einfach, du nimmst einfach ein paar Klamotten von der Wäscheleine, ziehst sie ein paar Mal durch den Dreck durch, schneidest ein Loch in den Sack rein, dann hast du eine Kutte. Das funktioniert beim Lab. Das funktioniert auch hier. Die Situation jetzt mit dem Fischer kidnappen, belohnen. Kidnappen ist jetzt schon. Natürlich. Wir werden seine Frau und seine Kinder entführen. Genau. Wir werden ihm mindestens einen Finger abschneiden. Genau. Wir machen das ganz anders. Wir schmeißen die Frau und die Kinder hinten ins Netz und ziehen sie hinter Boot her. Und ihr seid nicht in Chicago. Genau, dann machen ja, wir. Ja, die Sünden werden ja vergeben. Von daher können wir es ruhig machen. Genau, kein Problem. Mir wird alles vergeben. Herr, wirf Herrn vom Himmel. Ich denke nicht, dass das mit den Sünden vergeben so gemeint war, dass wir bewusst möglichst viele von ihnen begehen, bevor sie uns vergeben werden. Hey, der Herr hat's gegeben, der hat's genommen. Er muss die Chance greifen, wenn sie sich anbieten. Genau. Eine sehr merkwürdige Art, über solche Dinge zu denken. Sonst würde ich heute nicht mehr leben. Je l'homme de Verreton und Geoffrey de Plasson. Guillaume de Vertot. Ach, Donnerwetter, Frosty, red so weiter. Oh, mon ami. Oh, ja. Oh, jetzt kommen wir dahin, was ich hören will. Oh, Chérie. Nein, es sind anscheinend Franzosen, also keine Normannen. Ich werde die Namen nicht wiederholen. Ein Österreicher, der kein Französisch kann, sollte sowas nicht tun. Darum rasiert also, okay. Genau, ja. Gut, wollt ihr jetzt alle nackt herumrennen, damit ihr nicht auffällige Kleidung tragt? Ja. Deswegen sind wir untenrum rasiert, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, okay, das war nur der Vorschlag, dass ihr euch eurer auffälligen Kleidung entledigt. Deswegen die Frage. Ja, könnte man Nummer 4 noch werfen? Damit ich weiß, ob ich Glückspunkte ausgeben muss oder nicht. Da fehlt noch der Kreuzritter. Also jeder darf. Ja, genau. Scusi. Verborgenes Erkennen. Ah, das ist ja schon mal... Okay, muss ich also nicht. Was wir auf jeden Fall tun sollten, werte Brüder, ist darauf zu achten, ob diese Dame nicht in den nächsten Minuten oder gar der nächsten Stunde aufbricht, um das, was sie von uns gehört hat, jemandem mitzuteilen. Denn sie wirkte nicht gerade vertrauenswürdig. Ich schlag die Hände über den Kopf zusammen. Ich schüttel nur den Kopf. Sie wird den Mann mit den Kindern bestimmt nicht verraten. Ich geh nochmal hoch, hole den Schürhaken und er schlagt den Schmied. Deswegen haben wir den nochmal mitgenommen. Das weiß niemand. Damit ich meine Hiebwaffenprozente hochkriege. Kann ich... Oh, mach du erstmal. Nee, mach ruhig. Ich hab ja schon das angezündet. Ich kann es theoretisch. Das sollte reichen. Sagt deine Frau auch immer. Ich bin mit dem Amboss verheiratet. Und das tut weh. Baphomet. Baphomet? Ja, das muss doch jetzt unserem Priester was sagen. Also, ich kenne das natürlich nicht und zeichne dann so mit der Tinte, die ich wieder benutze, so einen Halbmond auf oder sowas. Weil das, ah nee, gibt's ja zu dem Zeitpunkt gar nicht. Islam gibt's auch gar nicht. Jetzt streich das. Bitte auch bei den Outtakes. Wir werden morgen wiederkommen und etwas kaufen. Ich drehe mich um. Die Kirche lügt uns an, die Kreuzritter lügen uns an. Ich habe einen lügenden Kreuz. Aber wenn ich mal die Wahrheit tun will, na, ich werde aufgehalten. Das ist nur typisch. Wirklich. Nicht mal den Schürhaken haben sie dir erlaubt. Ja, genau. Ich Schweinebacken. Ja, dann schreite ich mal zu dem Leptos-Kloster. Akata Leptos. Wir kommen dir natürlich nach. Akata Leptos. Wär's eine Möglichkeit? Kennt ihr euch mit Wappen aus, mit Bannern? Nun, natürlich, das ist Teil meiner Ausbildung. Haben wir die Möglichkeit, vielleicht zu erkennen, ob eins der Schiffe ein Flaggschiff ist? Vielleicht von irgendeinem König, von irgendeinem Baron, der Kirche zugesandt ist? Vielleicht sogar ein rotes Kreuz mit weißem Grund? Oder Johanniter, Malteser? Dass wir uns denen sozusagen in die Hände geben, mit diesem Tuch. Ein Lazarettschiff? Nein. Ritterorden?
originale Ritterorden des Mittelalters. Malteser, Johanniter. Schon klar. Die Leute, die keine Geschichte kennen und das hier anhören. Deutschorden kann auch noch dabei sein. Hast du noch immer kein Vertrauen gewonnen? Glaube mir. Damit steige ich ins Boot. Steige auch ins Boot. Glucker, glucker, glucker. Blub, blub, blub. Genau. Schnitt näher ins Boden. Ja, wir fangen dann das Paddeln an. Row, row, row your boat. Nein, wir verwenden das Tuch nicht als Segel. Als Fahne. Okay. Und dann hier an Land gehen. Oder einfach weitertragen, bis nach oben. Das halte ich jetzt für nicht so eine gute Idee. Zwischendurch Stopps machen, was zu essen? Ja. Ja, einen kräftigen Schmied. Ich sehe schon, du bist auch durchaus hochsehr erfahren, ne? Was? So sind die frühen Leute auch nach Amerika gekommen. Mhm. Genau so. In Ruderbooten. In winzig kleinen Kanus, immer am Ufer entlang.